Mitten in Kiew berichten Augenzeugen von Raketenangriffen. Soldaten untersuchen hier ein offenbar fehlgeleitetes Geschoss, sichern das Gelände. Auf dem Flughafen der Hauptstadt warten hunderte Menschen auf die Möglichkeit zur Ausreise. Doch zivile Maschinen bleiben alle auf dem Boden. Wir wollten heute nach Baku fliegen, aber unser Flug wurde gecancelt und keiner hilft uns. Wir haben keinen Ort, an dem wir gehen können. Es gibt Hotlines, aber keiner geht ran. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Auch wer mit dem Auto versucht, aus der Stadt zu fliehen, kommt kaum voran. Im Schritttempo drängen Kolonnen nach draußen. Wie hier in Luhansk bilden sich vielerorts lange Schlangen vor Bankautomaten und Tankstellen. Die russischen Bodentruppen dringen von mehreren Seiten in die Ukraine ein. Hier überqueren Militärfahrzeuge die Grenze zur Krim, hier die Grenze zu Belarus. Die ukrainische Regierung bricht die diplomatischen Beziehungen zu Russland ab, ruft alle Wehrfähigen an die Waffen. Russland hat unser Land heute angegriffen, überfallen, genauso wie das faschistische Deutschland es im Zweiten Weltkrieg getan hat. Jeder, der Kampferfahrung hat, der die Ukraine verteidigen kann und möchte, soll sich melden. In Dnipro und in der Hafenstadt Mariupol dokumentieren Privataufnahmen das dumpfe Grollen der Einschläge. Bedrohliche Lichtblitze über dem Nachthimmel. Bis auf den Maidanplatz in der Hauptstadt hallen Detonationen. Noch während der Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen rief der russische Präsident zum Einmarsch. Ich habe entschieden, einen Militäreinsatz zu führen. Ziel ist es, die Menschen zu beschützen, die unterdrückt wurden und gegen die das Kiewer Regime seit 8 Jahren einen Genozid führt. Wir streben eine Entmilitarisierung und eine Entnazifizierung der Ukraine an. In den Fenstern dieses Wohnblocks fehlt das Glas, Rauch tritt aus. Hier in Tschugujew werden Verletzte behandelt. Putins Krieg fordert bereits zivile Opfer. Diese Bilder kommen aus dem nahegelegenen Charkiw. Das ist der schlimmste Morgen meines Lebens. Um 5 Uhr haben Schüsse mich geweckt. Ich sah Menschen über die Straße laufen, manche stiegen in Autos. Meine Familie wird nirgends hinfliehen. Hier ist unser Zuhause. Nach eigenen Angaben hat das russische Militär bereits alle ukrainischen Luftwaffenstützpunkte ausgeschaltet. Angriffe auf ukrainische Städte dementiert das russische Verteidigungsministerium. Die Bilder von zerstörten Wohnhäusern sprechen eine andere Sprache.